Jo, dann setzen wir mal das Laufen weiter. Oder kommen wir da hoch? Nee, leider nicht, leider nicht. Kommen wir da hoch? Auch nicht. Müssen wir echt hier runter? Naja, gut. Oh! Ja, komm, mach sie alle tot. Kommt keiner? Dann ist gut. Alles okay? Das war ein echt heftiger Sturz. Doc sollte in der Nähe sein. Weit ist es nicht mehr. Ja, besser ist es auch. Da kommt keiner zum Glück. Oh, wir sind wieder verletzt. Aber komm, einmal schütteln und dann geht er. Ja. Putz dich mal. Und dann. Siehst, geht doch. So. Na, hab sie ausgeschlafen? Die hat ausgeschlafen. Jetzt sitzt sie neben mir und guckt zu. Ist da unten vielleicht noch was? Kommen wir da runter? Ne. Doch. Na klar, alte Fahrräder entsorgt man ja auch. In der Kanalisation oder am Abwasser. Gott, wir müssen. Ja, miau. Ja, Tapsi, ich spiele hier deine Figur. Was hängt da denn? Alter Schlepper oder was? Okay, da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir hoch. Da werden wir eh nicht weiterkommen. Okay, hier und dann da und da. Ja, Tapsi, ich spiele dein Abenteuer. Oh, da geht's durch. Warte, wir erstmal umschauen. Ich glaube, wenn wir jetzt hier rüber springen, kommen wir nicht mehr zurück. Das sieht so alles nach Zug, Zug, Zugs verdächtig aus. Lass uns erstmal da unten gucken. Ich hege ja noch die Hoffnung, dass wir hier doch nochmal das letzte Notenblatt finden. Ich weiß es aber nicht. Wo geht's hier lang? Oh, was ist er für eine? Ne. Erinnerung, das ist schon mal gut. Süß. Der Wissenschaftler, für den ich arbeitete, sagte immer, er wolle sich in ein kleines Häuschen zurückziehen und den ganzen Tag angeln. Ja, kleines Häuschen hat drei Wände, ein Dach und da ist eine Angel. Ja. So, in der Stadt war das natürlich nicht möglich und das hätte seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einer harmlosen Angelrute und einem Haufen Bücher suchen würden? Bücher hat er hier auch, oder? Ja, aber eine Angel hat er, das ist schon mal wichtig. So. Ich glaube, genau das hätte der Wissenschaftler gewollt. Aber zuerst sollten wir Doc suchen. Bumm. Eine Erinnerung fehlt uns noch. Gut. Ne, Tapsi? Ja. Die guckt mich auch und sagt, Alter, was willst du von mir? Und sagt sie auch, spiel mein Abenteuer durch. Die ruhen jetzt auch aus. Nö. Mal sehen, wie weit er sieht. Oh, da steckt ein Messer. Was für eine Brühe. Was will er da für Fische fangen? Und? Beißt einer ein? Blub, blub. Da, da, da.
Ach ja, 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 ja. Okay, wir haben uns genug ausgeruht hier. Aber da hoch kommen wir nicht, ne? Ne. Gibt's hier noch was weiter zu entdecken? Nee. Ja, in der Plüre will ich eigentlich rein, ne? Okay, dann gehen wir da mal hoch. Na? Und? Na, ich guck mal, was da alles hängt, die ganzen Zugseier. Okay, geht nur runter. Kommt keiner? Nee. Das scheint hier mal ein Markt gewesen zu sein oder so weiter. Aha, aha. Kabel, wir sind Katze, wir folgen dem Kabel. Was ist hier? Kommen wir da hoch? Nein. Überall diese Zugs. Was ist hier? Gegenstand verwenden? Wir haben keinen. Psst, psst. Es ist ein Stromgenerator, aber er scheint irgendein anderes Teil zu benötigen, um zu funktionieren. Wir haben kein anderes Teil. Okay. Weiter umschauen. Hier wieder Waschmaschine. Hier kann man durchlaufen. Okay. Hab das Gefühl, das wird wie so eine Laufaktion. Da hoch. Die folgen mal den Kabel. Okay, okay, okay. Hier durch. Hier rüber. Das sieht alles nicht gesund aus. Das Licht. Müssen wir da hin? Mau. Mau, 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 mau. Schluck, schluck, schluck. Pfui. Kommen wir da hoch? Ist da noch mehr? Oh, wo sind wir denn jetzt? Okay. Wir sind jetzt nun rechts rumgegangen, ne? Wir hätten auch links laufen gehen können, hier unten, ne? Oder? Schauen wir hier nochmal um. Genau, hier geht das Kabel lang. Hoho. Schraubenzieher als Spießer. Hier ist die Kamera, aber die nicht funktioniert. Okay, hier geht das Kabel lang. Hopp, geht hier rein. Na komm. Haha, ihr seid eingesperrt. So, der übt Dartspiel. Okay, was ist das hier? Ein Stecker, können wir den Stecker nehmen? Ne. Hallo, ihr kleinen Fratzechen. Ihr sollt süß sein, habt ihr gehört? Haha. Könnt nichts machen, ne? Hier ist ein Kabel an der Wand. Oh! Wow! Warte, du bist kein Zug. Wer bist du? Dann! Das ist mein Abzeichen, das du da trägst. Wie hast du es gefunden?
Wo ist das Abzeichen? An der Seite, ne? Hat mein Sohn dich geschickt. Oh, Seamus. Du schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein. Hier. Ich bin hierher gekommen, um meinen Defluxor zu testen. Aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Du kannst dich gern im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Okay. Ach, hier an der Seite, ne? Ist das Ding, genau. Das Zeichen, siehst du? Umschauen. Hier? Programmierer-Tastatur? Passiert nichts, ne? Signal lost. Okay. Gut, wir schauen uns mal um. La. Oh, was ist das? Da gibt's doch was zu kratzen. Erstmal wollen wir kratzen, ne? Ja, komm. Machen wir mal wieder beide, ne? Ja, beide Krallen schärfen. Aber hier bringt das, glaube ich, nichts weiter, ne? Gut. Ey, Alter, mach mal ein bisschen Mucke an hier, ist so leise. Brechstange? Aha. Aber können wir nichts weiter machen? Ey, guck mal, da ist eine Erinnerung. Da. Merken. Das war die letzte, ne? Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Sie waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Es waren Kinder. Durch sie waren die Straßen so viel lebendiger. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Doc sagt, er vermisst Seamus. Ist das dasselbe? Doch, letzte Erinnerung kriegt. Wunderbar. Bloß das verdammte Notenblatt fehlt uns noch. Alles leer. Da ist nichts mehr drin. Doc, können wir mit dir auch noch mal reden? Wir sitzen fest. Diese Zorgs werden uns angreifen, sobald wir nach draußen gehen. Echt? Sind jetzt welche da? Er sieht aus wie der Doc von McFly. Reise in die Vergangenheit, oder? Wie hieß das Ding? Sind da jetzt welche? Ne, so kann ich durchgucken. Nur so ein bisschen, aber da ist doch keiner. Können wir denn jetzt wieder rausgehen, oder? Hier ist jedenfalls nichts. Kommen wir nicht mal den Flux-Dingsbums damit. Gehen doch eben. So. Genau, das ist der Doc von Marty McFly und die Fluxor, ne? Jetzt brauchen wir noch das richtige Auto. Bei voller Ladung kann er Zugs wie Konfetti in der Luft jagen. Schön. Dieses Prachtstück braucht 1,21 Gigawatt, um zu funktionieren. Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Ja, habe ich schon fast so gedacht. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Und bei all den Zugs hier ist es zu gefährlich für mich, rauszugehen und ihn zu reparieren. Aber wir dürfen, ne? Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es, wenn du den Generator reißt und die Sicherung auswechselst. Sollte ich den Fluxer wieder aufladen können. Mhm. Komm schon, folge mir. Ich zeige dir, was du tun musst. Okay.
Jetzt jagt der uns nach draußen, damit wir, ne, die Sicherung reinstecken. Hä? Ach so, sind die. So. Hier, nimm die Sicherung. Sie ist brandneu. Aha. Das Einschalten des Generators wird laut sein, also rechne mit einigen Zirks. Sobald du den Generator reparierst, hast, sollte ich den Defloxor aufladen und in Gang bringen können. Du musst nur diesem Kabel folgen, die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen. Okay, viel Glück. Oh ja, okay. Wir müssen ja. Kommen wir auch wieder rein hier? Ich hoffe mal. So, folge dem Kabel, sagt er. Das heißt, wir müssen... Noch sind keine hier? Okay. Das ist der einzige Weg hier rüber, ne? Einen anderen Weg haben wir nicht. Alter, die kommen bestimmt aus allen Dingern hier rausgerutscht. Ja, miau. Tapsi guckt mich immer an, wenn ich sage, miau. So. So. Dann müssen wir hier über die Brücke, ist das gerade? Ja. Von hier aus dann nach da und dann um Haus rum. Ey, steht er da hinten? Ja. Okay. Okay. Auf geht's. Oh. Oh. Ah, der geht aber schnell mit seinem Aufladen. Schön. Oh, da kommt das. Da. Cool. So. Tapsi, jetzt bist du gerade ungünstig in meinem Bild. Bleib mal stehen. Er hilft uns doch. Oh, nö. Drücke Arm. Okay, wir müssen im Licht bleiben. Können wir einfach nicht stehen bleiben, oder? Okay, die kommen jetzt. Ja, nun... Wo willst du lang? Okay. Tapsi, du bist mir gerade vor der Kamera. Nee, hoch da. Da setze ich jetzt vom Bildschirm, ich sehe nichts. Schnell rein da. Okay, wir haben es geschafft. Ja. Juhu, er freut sich. Du freust dich auch, ne? Ja. Erstaunlich, du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Defloxor ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Warte einen Moment. Vielleicht kann ich den Defloxor an deiner Drohne befestigen. Wäre ja schön.